So, nachdem wir jetzt den Kabel da draußen filetiert haben, werden wir jetzt mal anfangen. Und zwar machen wir heute Abend ein ganz tolles Gericht. Wir machen einen Kaviar aus dem Bratschlauch. Dazu machen wir einen Wasabi-Kartoffelstampf und Teriyaki-Zwiebeln. Und als kleines Highlight werden wir später noch so eine Chili-Fäden oben als kleinen Eyecatcher draufpacken. Und dann bekommen wir ein schönes Hauptgericht. Ja? Also den Kaviar kennt ihr ja schon von draußen. Jetzt haben wir noch Zwiebeln, sagen wir für 4 Personen, je nachdem wie groß euer Hunger ist. Wenn ihr 500 Gramm Zwiebeln habt, reicht das voll und ganz aus. Und zu diesen 500 Gramm Zwiebeln braucht ihr nichts anderes als 1 Kilo Kartoffeln. Dann braucht ihr 300 Milliliter Teriyaki-Soße. Die könnt ihr euch gerne selber machen, das ist nicht schwierig. Oder man kauft sich einfach fertige Teriyaki-Soße, ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja? Und ihr braucht eine Tube Wasabi-Paste. Also je nachdem, wie scharf ihr es gerne mögt, ja, braucht ihr eine Tube oder eine halbe Tube. Das müsst ihr dann selber abwägen. Ja? Das ist eure Entscheidung. Anfangen werden wir damit, indem wir erstmal den Backofen vorheizen, weil der muss auf Temperatur kommen, damit wir nachher den Fisch richtig schön bei Full Power im Bratschlauch garen können. Ja? Der Bratschlauch, wo ist er? Der ist hier. Ich meine, wir sind gerade in Norwegen, deswegen sieht das Produkt ein bisschen anders aus. Also wir fangen an und schalten erstmal den Backofen auf 200 Grad Umluft. Dann können wir uns als erstes den Kaviar zuschneiden. Mit den schrägen Schnitten, das hatte ich ja schon erklärt. Je nachdem, wie groß eure Stücken werden sollen, müsst ihr das halt dann so portionieren. Dadurch, dass wir das jetzt im Bratschlauch machen, ziehen wir uns vorher die Haut runter. Das Ganze sieht so aus, dass ihr euch hier hinten am Schwanzende einfach einen kleinen Einschnitt macht, bis zur Haut runterschneidet, dann die Haut mit den Fingern festzieht und immer an der Haut weiterschneidet. Somit löst ihr das ganze Filet von der Haut. So. Wenn man Lust hat auf einen schönen, energiereichen Knusper-Snack, dann kann man sich die Haut in kleine Stücken schneiden, in Mehl wenden und dann einfach in die Fritteuse reinknallen. Dann lasst ihr das da 5 Minuten, bis keine Blasen mehr aufsteigen und dann habt ihr eine richtige, knusprige Kaviarhaut. Ja. Die hat viel Omega-3-Fettsäuren, also wenn man schlechtes Wetter ist und ihr braucht gute Laune, Kaviarhaut-Snack. Ja. Gut, wir legen das mal zur Seite und schneiden uns das in so eine Stücken. Wenn man kochen will, ist es immer ganz sinnvoll, so ein Küchenhandtuch sich zu nehmen. Wir Köche nennen das Torchon. Ja? Wie ihr das nennt, ist eure Sache. Ich stecke mir das immer ganz locker fluffig hier in die Hose rein. Ja? Und dann habe ich nämlich immer was zum Abtrocknen, so wie jetzt zum Beispiel, und dann kann das losgehen. Den Fisch, ja? Beim Kaviar ist es so, der hat relativ wenig Bindegewebe. Und wenn man den jetzt in so einen Bratschlauch in die Pfanne legt, dann hat er die Tendenz zu zerfallen. Ja? Von daher ist es ganz wichtig, dass man diesen Fisch einfach mal 10 Minuten bis eine Viertelstunde vorher einsalzt. Ja. Ich habe mich ein bisschen schlecht vorbereitet, ehrlich gesagt, und weiß gar nicht, wo das Salz hier ist. Andi, wo haben wir denn Salz? Ist Jörg, das schlecht vorbereitet, das kann gar nicht. Ist das Salz da? Da würde ich mal sagen, dann nutze ich mal die Gunst der Stunde und mache das, was meine Mutti immer sagt. Trink viel, mein Junge. Ja. Und also trinke ich erstmal was. Andi, wo ist denn jetzt das Salz? Wir haben ein Problem. Genau. Das ist eine gute Frage. Wir könnten welches aus dem Meer holen. Haben wir einen Schäler? Ja, ich hoffe. Also, der heißt Andi. So, okay. Ich salze mal den Fisch. Das Ganze läuft so von oben. Das nennt man Streuwürzen. Damit kann man die ganze Fläche abdecken. Das darf ruhig großzügig sein. Dann dreht er das ganze Ding nochmal um und salzt die Fischfilets natürlich von der anderen Seite. Okay, also legen wir den Fisch erstmal in eine andere Schale rein, dann mache ich das Brett kurz sauber. Jörg, befasst dich mal bitte mit dem Wesentlichen. Wo ist der Sparschäler? Man braucht jetzt den Fisch auch nicht unbedingt in den Kühlschrank machen, weil viele Leute sagen immer, das muss immer alles zu kühl sein. Es wird ja direkt weiterverarbeitet. Wichtig ist, dass der Fisch nicht eiskalt in den Ofen reinkommt, sondern dass er auch schon ein bisschen temperiert ist. Wenn der Andi Spar schält, dann schäle ich schon mal die Zwiebeln. Und ja. Du bist hier zur Haut machen? Oder ist die noch fein? Nee, das ist alles in Ordnung. Wenn ihr in der Küche arbeitet, ist es ganz wichtig, dass man sich eine Abfallschale nimmt. Kartoffeln sind so zu schälen, dass die Schale ab ist. Ja. Dann kann man sie kochen. Das Schöne bei dem Gericht ist ja, dass wir mit Vorbereitung für so ein tolles Essen nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Das ist einfach so, ja. Ich weiß gar nicht, warum dein Background gelacht wird. Den Fisch zu fangen. Nee, ich habe überhaupt keinen Fisch gefangen. Ich hätte gerne einen gefangen, ja. Aber dafür habe ich heute Wale gesehen. Schweinswale. Ja. Direkt neben unserem Boot. Ja. Bei jeder Wahl sollte man sich überlegen, ob man CDU, SPD oder ein Schwein wählt. Das war uns. Sag hier, wenn du ein Schwein
einfach. Wie machen wir die Teriyaki-Zwiebeln? Wir schneiden jetzt die Zwiebeln in halbe Ringe, das geht ganz flott. Ja? Dann kommt ein bisschen Öl in den Topf rein, dann werden die angebraten, dann wird das ganze Ding mit Teriyaki-Soße abgelöscht, Deckel drauf, lassen das 10 Minuten kochen und dann sind unsere Teriyaki-Zwiebeln fertig. Waren das nicht Netto-Zwiebeln? Oder? Nee, Brutto. Wieso kommt denn jetzt von Netto-Zwiebeln auf deine Yaki-Zwiebeln? Puh, das tränt ja bis hierher. Tränt, ne? Ja, ja, ja. Was macht man eigentlich gegen Tränen auch mal? Das ist immer wieder so eine Frage, die ich jedes Mal gestellt bekomme. Ja. Wenn Sie sich zum Kochkurs angemeldet hätten, würden wir die Frage jetzt beantworten. Ja. So, gut. Also, natürlich haben wir ein paar Abfälle. Das sind hinten einfach die Wurzeln von den Zwiebeln. Die fliegen in den. Den Fisch haben wir ja schon gesalzen. Viel mehr Gewürze machen wir da auch überhaupt nicht ran, außer ein bisschen Olivenöl. Ja? Weil das welches ist, Olivenöl bitte? Nicht das Olivenöl mit Rosmarin und auch nicht das mit Knoblauch und auch nicht das mit Trüffel, sondern ganz normales Olivenöl. Weil viele Leute machen immer einen großen Fehler. Die machen an Fisch, an Fleisch 1000 verschiedene Gewürze ran. Und das ganze Ding schmeckt nach allem, aber nicht nach dem, was es schmecken soll. Weil ein Fisch hat einen sensiblen Eigengeschmack. Und wenn ich da mit anderen Sachen gegenwürze, dann schmecke ich nichts mehr vom Fisch, sondern vielleicht nur das Rosmarinöl oder den Knoblauch im Öl. Ja? Das wollen wir nicht, deswegen kommt bei uns Olivenöl, Natur drauf und Salz. Die Bratschlauch hat hier eine Öffnung. Da geben wir jetzt ganz normal das Olivenöl hier so rein. So, dann wird das ganze Ding verschlossen. Da gibt es so Klammern, da gibt es Schleifen, Bänder, alles mögliche, das ist bei jedem anders. Ja. Wir verschließen das ganze Ding jetzt hier mit so einer Spange. Ja. Keine Zahnspange. Und machen das oben richtig schön zu. Manche Hersteller schreiben, dass man hier ein Loch reinpieken soll. Ja. Dann verstehe ich den ganzen Sinn nicht mehr, weil der Bratschlauch hatte den Sinn, dass nichts an Feuchtigkeit, an Geruchs- und Aromastoffen austreten kann. Wenn ich hier ein Loch reinpieke, dann fliegt da alles raus. Ja. Also wundert euch nicht, das Ding bläst sich ein bisschen auf wie ein Ballon, fliegt aber nicht weg. Aber ihr stecht bitte kein Loch rein. Ja. Jetzt kommt der Fisch in den Ofen rein. Für eine, Anni, wie bist du denn mit den Kartoffeln? Ihr müsst aber die Tür vom Ofen zumachen. Wir warten nach 5 Minuten mit dem Fisch, weil Andi muss sich erstmal ein bisschen helfen beim Kartoffeln schälen. Ist nicht meine Stärke. So, okay, umso kleiner ihr die Kartoffeln schneidet, umso kürzer ist natürlich die Garzeit. Und wie ich schon gesagt habe, da hier 6 hungrige Angler warten, werden die Kartoffeln natürlich sehr klein geschnitten, ja, damit die Garzeit unheimlich schnell ist. Ja. So. Und damit sie nicht eine Kartoffel in ein Stück reinziehen. Dann setze ich auch schon mal einen Topf auf mit Wasser, dass der schon mal zum Kochen kommt, verkürze ich nochmal die Garzeit. Ja? Weil viele Leute setzen immer Kartoffeln mit kaltem Wasser auf, dauert ewig. Ja? Und wenn ich dann so gescheit bin, den Deckel drauf mache, verkürze ich wieder die Zeit. Ich bin völlig raus mit dem Schälen. Nehmt meinen Sparschäler. Hier ist jetzt mehr Kartoffel dran als vorher, wenn ich einen Sparschäler nehme. So, Anni, sind die Kartoffeln drin? Natürlich. Super, da kannst du schon mal einen Topf aufstellen, bitte den großen. Ja. Da einen Tropfen Olivenöl reinmachen und den Topf auf volle Leistung erhitzen. Du musst dich einfach hochschlafen. Wissen Sie, ein Topf aufstellen kann ganz schön schwierig sein. Sie müssen sehen, dass Sie die richtige Größe finden. Jede Flamme kann eine andere Größe haben. Also schauen Sie sich vorher die richtige Größe an. Tut mir leid für dich. Wenn Sie das gefunden haben. Ich muss noch was trinken, sonst ist es nicht auszuhalten. Manchmal hat man einfach Kochkollegen, kann man nicht beeinflussen. Ne? Die Kartoffeln haben wir aufgesetzt, die kochen schon hier. Die werden wir ein bisschen runter reduzieren. Anni, reduziert doch mal die Kartoffeln runter. Wir machen schon mal die Zwiebeln hier im heißen Olivenöl. Genau. Braten wir die jetzt einfach schön scharf an. Und der Anni macht mal den Ofen auf und wir schieben schon mal den Kabel hier rein. Ofen auf, Fisch drin. Ich möchte dir gerne mal die Teriyaki-Soße reichen. Ja. Kannst du ablöschen? Ganz vorsichtig. Ablöschen ist immer eine Form, Flüssigkeit zu einem Braten hinzuzugeben, in einer gewissen Dosierung. Nicht zu doll. Okay, gut, wir machen den Deckel drauf, lassen das ganze Ding für 6 Minuten kochen und dann sind die Teriyaki-Zwiebeln fertig. Ja? Da ist er wieder, der Andi. Frisch angerost, ne? Dann beachte, ich komme aus den 80ern.
Wer es ohne Brille nicht lesen kann, ne? Ich brauche jetzt auch langsam einer. Die Bischmon. Ja, also die Zwiebeln riechen etwas angeschmort. Aber ich sollte ja nach den Kartoffeln gucken, ne? Ohne das zu wissen, der muss noch nach dem Kuchen zum Glück. Also die sind jetzt bissfest, sonst wären sie zu weich. Ne, die müssen richtig weich sein. Echt? Ach, die werden püriert. Zwiebeln habe ich ein bisschen Bedenken, Jörg. Ja, sie sind gut. Die sind gut. Abdrehen, Andi. Abdrehen. Abdrehen, abdrehen! Runter! Das war jetzt nochmal aber gerade so, ne? So ist das. Okay, so sind die Zwiebeln genau richtig. Ja. Schauen Sie da nochmal bitte rein. Top. Ich weiß gar nicht, ob wir beim Sie oder Du sind. Du, und auf Köchen ist man immer beim Du. Die sind sehr dann schau du doch nochmal rein. Sehr schön geworden, Mann. Sehr schön. Und dadurch, dass ihr die Teriyaki-Soße nehmt, braucht ihr nichts an Salz, nichts an Gewürzen. Weil ihr habt die Teriyaki-Soße, habt ihr drin Ingwer. Ihr habt Soja drin, was den Salz bringt, ihr habt Honig drin und ihr habt Sesam drin und das alles reicht euch eigentlich völlig aus für diese Teriyaki-Zwiebeln, um da Würze reinzubringen. Das ist das Schöne dabei. Ne? Beim Wasabi-Stampf ist es genau dasselbe. Ihr habt die Kartoffel, die ist im Salzwasser gekocht und dann drückt ihr einfach den Wasabi ran und der Wasabi hat so viel Power, dass er alles würzt. Ja? Wenn ich jetzt gleich die Kartoffeln abgieße, ja, dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch ein bisschen was von dem Kartoffelwasser aufhebt. Ja? Weil wir machen diesen Stampf nicht mit Butter, weil es viel zu fett wird, sondern wir geben einfach nachher von dem Kartoffelwasser was drauf. Weil in dem Wasser sind natürlich die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und natürlich der Geschmack, was am wichtigsten ist von der Kartoffel, ist im Wasser. Also wir würden das Beste weggießen. Deswegen gießt ihr euch das ein bisschen was ab. Und wenn ihr nachher eine andere Konsistenz wollt, dann gießen wir ein bisschen was von dem Kartoffelwasser wieder dazu. Wie es in der Praxis aussieht, zeige ich dann gleich. Ja. Ich gieße mal kurz ab. Abgegossen, wie ihr eben gesehen habt. Wir haben hier unser Kartoffelwasser, was wir abgegossen haben, wo der ganze Geschmack drin ist, ganz wichtig. Und wir haben hier die Wasabi-Paste. Ja. Ihr nehmt euch also jetzt den Wasabi, packt das Ding einfach aus und macht je nachdem, wie scharf ihr das haben wollt, die Wasabi-Paste ran. Einer der anderen Kollegen sagt schon, mach es nicht zu scharf. Von daher sage ich mal, wir machen mal eine halbe Tube ran. Und dann drücke ich jeden einfach noch was auf den Teller drauf. Dann kann sich das jeder individuell nochmal nachwürzen. Daher nehme ich mir einfach zwei Gabeln und zerdrücke das. Ja, ich zerdrücke das hier einfach alles, bis das richtig schön gestampft ist. Ja. Und dann steigt da schon der Duft von dem Wasabi in die Nase rein. Ganz wichtig ist, dass ihr immer alles probiert, was ihr kocht. Ja. Schmeckt sehr gut, wir haben eine schöne Schärfe, aber es fehlt noch Salz. Wir salzen es ein bisschen. Angefangen. Und dann macht Andi mal den Fisch, hol mal den Fisch aus dem Ofen. Während du den Fisch rausholst, fange ich schon mal an mit Anrichten. Ja. So, einmal nochmal schön umgerührt. War heiß! Ah! Immer noch heiß! So, dann stell ich ihn mal auf dem Brett hier ab, Andi. So, Kartoffelwasser haben wir jetzt überhaupt nicht gebraucht, weil die Konsistenz einfach schon so perfekt war, dass wir nichts hätten rangeben müssen. Wenn euch das jetzt so zu dick ist, ja, dann rührt ihr trotzdem einfach was rein und dann habt ihr einfach dünner. Teriyaki-Zwiebeln kommen einfach zum Kartoffel Wasabi-Stampf mit dazu. Und ja, Andi, das ist dein Fischchen, das du gefangen hast. Meine. Deswegen darfst du es auf den Bratstoff aufschneiden. Natürlich. Du schneidest ihn einfach hier oben schön auf. Mit scharfen Messern muss man vorsichtig sein. Deshalb nehmen Sie die Finger nicht so dicht dran an so ein Messer. Immer den nötigen Sicherheitsabstand. So, okay, machen wir hier nochmal einen Schnitt. Natürlich. Schnitte kann man überall machen. So, jetzt haben wir hier den Fisch und ihr seht, wie dieser ganze Dampf rauskommt. Ja, wenn ihr das riechen könnt, das ist ein so geiles Aroma. Ja. Hier so. Und ihr seht, dadurch, dass wir den Fisch vorher eingesetzt haben, so fällt uns hier gar nicht. Die Fäden, die machen wir einfach hier on top als kleines. Eye-Catcher. So sieht das Ganze dann nachher aus. Sieht doch gut aus, oder? Was? Damit lassen wir es uns jetzt schmecken, Andi, unsere Angelkollegen auch. Ja. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ein Rind.